Herzlich willkommen zum Podcast Deutschland und Peru, der erste Podcast der Menschen interviewt, die eine Liebe und Nähe zu beiden Ländern haben und ein eigenes Business, ob selbstständig oder ein größeres Geschäftsmodell. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuhörst. Willkommen in Peru, willkommen in Deutschland oder wo auch sonst immer auf der Welt. Ob beim Autofahren, im Flugzeug oder vielleicht im Blick in den Narcomar, Blick auf das Meer, Sonnenuntergang in Lima genießen oder in Deutschland im Stau auf der Autobahn stehen, auf der A1. Herzlich willkommen, dass du dabei bist. Und am Anfang kurzer Werbeblock noch von mir. Wenn du immer aktuell informiert bleiben möchtest, was es sonst an neuen Interviews gibt mit spannenden Menschen, dann abonniere gerne diesen Kanal. Mein heutiger Gast ist, ja, ein Profi. Ich sag mal, auf der Bühne. Und schön, dass du heute da bist. Tapada Fernandez Concha aus Lima. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das finde ich super schön, hier sein zu können. Tapada, wo ist deine Verbindung zwischen Deutschland und Peru? Ja, meine Verbindung ist von meiner Familie aus. Ja, die Familie von meiner Mutter ist aus Deutschland. Also meine Omi und mein Opi sind nach Lima gezogen vor sehr vielen Jahren. No, beide sind schon leider gestorben, aber die waren aus Bremen und Hamburg und die sind nach Lima gezogen. Sie wohnten in Iquitos eine Zeit lang, dann in Lima. Und meine Tante Bibi, sie wohnt in Hamburg, meine Mutter in Lima und mein Vater ist Peruaner und wir haben so eine Mischung zwischen peruanischer und deutscher Familie. Wunderbar. Wie oft warst du schon in Deutschland? Hast du in Deutschland gelebt? Ich habe nicht lange in Deutschland gelebt, aber als ich Kind war, war ich immer in den Ferien in Deutschland, in Hamburg, bei meiner Familie und da habe ich immer meine Oma auch in Bremen besucht, aber dann, als ich die Schule geendet habe, ich habe hier die Humboldt-Schule geendet in Peru, dann war ich eine Zeit lang in Deutschland, in Hamburg. Ja, und das war eine schöne Zeit. Ich hatte mir vorgestellt, dort Theater studieren, aber dann das Leben hat mich ein bisschen bewegt und dann war ich in Madrid und dann habe ich dort Theater studiert und dann in Buenos Aires. Und dann Und wie war das, wenn als Kind, wenn du dich erinnerst an Deutschland, von den interkulturellen Unterschieden? Also deutsche Schule ist das eine, ist ja in Peru, auch wenn es so ein bisschen deutsch nah ist. Aber glaube ich nochmal etwas ganz anderes zu sehen, zu denken und zu empfinden, wenn man dann in dem Land ist. Hast du da eine besondere Erinnerung, Tapada? Das fand ich, also ich habe Deutschland sehr lieb. Meine Cousine und mein Cousin sind fast von meinem Alter, ja. Und die waren dort in der Schule. Und jedes Mal, als ich dort zu Besuch war, bin ich mit den beiden zur Schule gegangen. Ich habe super viele Freunde gemacht. Ich habe mich total eingewohnt. Ich wollte immer bleiben. Ich habe immer so viel geweint, als ich dann weg musste. Und was ich immer anders gesehen habe und was ich immer gesagt habe, wow, das liebe ich von Deutschland, war, dass alles super in Ordnung war. Okay. Alle haben gut Auto gefahren, alles war ordentlich. Ja. Aber ich habe sehr gute Erinnerungen an Deutschland. Ich liebe Deutschland. Also das ist mir nicht so anders, weil meine Familie hier ist, wir sprechen immer auf Deutsch und wir haben auch, ich weiß nicht, ich bin nicht so auseinander aus meiner deutschen Seite. Ich wohne in Lima, ne? Aber ja. Erklären kann. Und wie oft kommst du nach Deutschland? Wann wirst du das nächste Mal nach Deutschland kommen? Ich würde gerne, also jetzt sind wir sind wir alle zu Hause, ja. Wir Pläne hier in Lima für 2020, die ich jetzt 2021 machen werde. Ich habe mir vorgestellt, dass Ende des nächsten Jahres ich Deutschland besuchen werde. Ich habe ein bisschen Lust, eine Untersuchung zu machen, was dort mit dem Theater passiert. Ich habe Lust auf Hamburg, auf Berlin, ein paar Freunde besuchen und mal sehen, was ich auch machen kann mit Theater. Sehr schön. Jetzt hatte ich ja der Weg dann Lima, Abitur gemacht, Humboldt-Schule, Hamburg, Madrid, Buenos Aires. Nach Lima. Wo kam so deine Nähe, deine Liebe, was hast du studiert und wo kam das her? Ich habe Theater studiert, ja. Meine Liebe vom Theater kam aus der Humboldt-Schule. Ich war nicht die beste Schülerin, ja. Also ich war nicht die beste in Mathematik und auch nicht in Biologie. Also das fand ich immer so
die ganze Zeit so sitzen und aufpassen war nicht meine Sache. Mhm. Ich bin mehr so von der Kunstseite. Und wir hatten in diesen Zeiten eine sehr, sehr coole, tolle Theaterlehrerin. Sie war Isabel Cisneros de Cuadros. Mhm. Sie war die Lehrerin in der Humboldt-Schule und dann hat sie mich eingeladen, mitzumachen. Ja, und dann haben wir Goethe gemacht, wir haben auch Theaterstücke aus Argentinien gemacht. Das war super. Und dann habe ich entdeckt, dass ich Schauspielerin sein wollte und dass ich mit dem Theater mein Leben machen wollte. Ja, das fing in der Humboldt-Schule an. Und dann, das Leben hat viele Wege und dann war ich und ich habe in Buenos Aires Theater studiert und auch Theaterproduktion studiert. Mhm. Aber ich habe auch Kunsttherapie studiert. Ich bin auch Kunsttherapeutin. Ja, erzähl ein bisschen mehr. Was ist eine Kunsttherapeutin? Wie könnte ich mir das vorstellen? Könnte ich zu dir kommen und sagen, kannst du mich kunsttherapieren? Kunsttherapie ist eine Therapie, wo du verschiedene Herramientas, kann ich das auf Spanisch sagen? Ja, ja, no? Werkzeuge, ja, geht alles durch, ja, verstehen alle. Ja. Nimmst, no? Und man braucht nicht die ganze Zeit alles zu erklären oder man braucht nicht die ganze Zeit zu reden. No? Das ist eine andere Form, sich besser zu kennen, könnte ich so erklären. Ja. Mhm. Und ich arbeite viel mit Kindern und mit Jugendlichen. Ja, okay. Die Jugendlichen kommen zu dir aus eigener Motivation, eigener Antrieb, kommen die Eltern zu dir und sagen, hier, mein Teenager, der geht mir gerade tierisch auf die Nerven, nimm ihn mal und bring ihn auf den rechten Weg. Wie ist das? Ja, es gibt zwei Wege. Also wenn ich mit Erwachsenen arbeite, dann kommen sie von sich selbst und sagen, ja, ich fühle mich ein bisschen müde, ich habe viel zu viel Arbeit, ich habe viel Stress, ich würde gerne eine andere Sache versuchen. Ja, okay, wir machen Kunsttherapie und dann arbeiten wir. Mhm. Mit den Jugendlichen ist es also, die Eltern kommen und sagen, ja, ich kann das jetzt nicht mehr machen, ich weiß nicht, was passiert, bitte, no, wir müssen hier was machen. No? Und dann arbeiten wir zusammen und dann haben wir echt sehr gute Ergebnisse. Ja. Und wie lange arbeitet man da zusammen? Jetzt mal so ein typischer Durchschnittsteenager, wenn der zu dir kommt. Es gibt Teenager, zum Beispiel, ich hatte einen Teenager, der war, das muss ich erzählen, weil ich total stolz bin, aber er war 17 Jahre alt und er hatte total Probleme, weil er nicht studieren wollte. Er war total, ich weiß nicht, ja. Und dann haben wir uns unterhalten und dann haben wir entdeckt, zwischen dieser Kunsttherapie, no, mit diesen verschiedenen Arbeiten, dass er Schriftsteller sein wollte. Er wollte schreiben. Aber seine Eltern haben gesagt, nein, du musst jetzt die Universität von Lima besuchen und du musst Ingenieur werden. Und er hat gesagt, ich möchte kein Ingenieur werden, ich möchte schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, dann musst du schreiben. No? Und was mich so stolz macht, ist, er ist jetzt 21 Jahre alt. Manchmal bekomme ich eine E-Mail von ihm und er hat schon 2 Bücher online vorgestellt. Und er ist jetzt ein Schriftsteller. Er hat dann gesagt, ja, jetzt nehme ich mein Leben in meinen Händen und schreibe. Ja, sehr schön, dass eine Begleitung, eine professionelle Begleitung diese Talente entdeckt und frei werden lässt und Impulse gibt, sodass der Mensch ein bisschen glücklicher wird. Ja, ja, das ist wichtig. Und Kunst macht Menschen, macht Leute glücklicher, denke ich. Zum Stichwort Schriftstellerin. Ja, ich hatte gelesen, bei dir steht auch Escritora. Lass uns da mal ein bisschen hineinlesen oder hineinkommen in diese Welt von dir. Ja, ich schreibe, seitdem ich sehr jung bin, Poesie. Ich bin jetzt gerade in einem neuen Projekt mit einem Maler. Dieser Maler heißt José Carlos Casara. Und wir machen ein Movimiento, sagt man so, von Poesie mit Kunst, mit Und wir machen das jetzt in Instagram, aber wir bereiten schon ein Buch vor, das nächstes Jahr vorgestellt wird. Ne? Weil wir warten, diese Sache schon ein bisschen zu Ende geht, damit wir dann eine schöne Nacht machen können, wo wir unser Buch vorstellen werden. Ja. Ja. Das ist mit der Poesie und ich habe auch Kinderbücher geschrieben. Ich habe vor einem Jahr eine Kollektion von Kinderbüchern vorgestellt. Und ich schreibe gerade eine neue
eine neue Geschichte für Kinder. Ich liebe Kinderbücher. Ja, das kommt so sehr, sehr gut an, ja. Kannst du schon ein bisschen Einblick geben, auf was wir uns da freuen können bei diesem neuen Kinderbuch? Ja, das sind ein bisschen, ich erkläre den Kindern in einer einfachen Form, wie wichtig manche Professionen sind, zum Beispiel. No? Ja. Also no, zum Beispiel, wie wichtig ein Doktor ist, wie wichtig ein Jardinero ist, wie wichtig wichtig es ist, dass wir diese Leute haben, die immer auf uns aufpassen, die uns immer helfen, die alles für uns tun. Und das sind auch lustige Geschichten, wo ein paar Sachen passieren. Aber ich möchte nicht so viel erzählen, bis das dann fertig ist. Ja. Kommt das einfach so aus der Hand? Das ist eine Idee. Oh, die Idee ist da und dann mache ich es. Oder wie kann ich mir vorstellen? Ich kann mir vorstellen, viele Zuschauer, Zuhörer, die vielleicht immer mal wollten und fragen, okay, wie fange ich denn an, meine Geschichte in ein Buch zu bringen? Also ich kann es von mir aus sagen, ich habe da stundenlang erstmal darüber gesessen, wie fange ich denn an? Ich habe mir dann einen Schreibcoach geholt, um dann die Bücher in eine Struktur zu bringen und in eine Form und dann nochmal ein Lektorat, damit es schön rund ist, damit meine Message transportiert wird. Mir ist es ziemlich schwer gefallen. Wie ist es bei dir? Es fühlt sich so leicht an. Ja, das ist irgendwie so meine Welt, ne? Weil ich habe auch meine kleine Tochter und ich bin auch Theaterlehrerin für Kinder, ja. Und wenn ich rede die ganze Zeit mit Kindern und mit Jugendlichen und ich höre immer zu und ich sage, wow, wie interessant, was sie mir hier erzählen. Und das könnten wir eine Geschichte machen, ne? Und zum Beispiel auch, wie kann man dann besser auf unsere Erde aufpassen, ne? Und dann kann man dafür eine Geschichte schreiben. Und für mich ist es wichtig, diese neuen Generationen zu zeigen, wie man auf unseren Planet aufpassen kann, auf unsere Erde aufpassen kann. Ich habe sehr viele Geschichten von Meer, von der Natur. Und no, die Ideen kommen und man schreibt einfach ein bisschen auf und dann denkt man darüber und da ist eine Geschichte da. Ich weiß nicht, ich liebe das. Ich greife das mal auf. Also Ideen kommen, aufschreiben. Also Ideen habe ich verstanden, aufschreiben habe ich auch verstanden. So, dann gibt es so ein Skript, das vielleicht noch keine richtige Struktur hat, noch von der Formulierung nicht so fein ist. Was macht man da weiter mit diesen mit aufgeschriebenen Ideen? Wie geht es dann weiter? Man muss Entscheidungen nehmen. No? Das ist wichtig, weil es ist mir auch passiert, ich schreibe auch Theater. Ja. Für ein Theaterstück einmal 2 Jahre geschrieben, ja, okay. Bis ich mit meinem Lehrer darüber geredet habe. Das war, weil ich habe Dramaturgie auch studiert. Ne? Ich weiß nicht, wie man das auf Dramaturgie sagt. Oder? Dramaturgie, Theatertexte schreiben. Also okay, ja, kenne ich jetzt nicht. Ja. Gut. Mhm. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe kein Ende, ne? Ich habe kein Ende für dieses Theaterstück. Okay. Ich weiß nicht. Wird. Also ich bin schon 2 Jahre daran. Ne? Und er hat dann gesagt, ja, du musst Entscheidungen nehmen. Jedes Mal, wenn du ein kreatives Projekt in den Händen hast, musst du entscheiden, und wie du das anfangen möchtest und wie du das enden möchtest. Wenn du diese beiden Sachen nicht hast, dann bist du irgendwie verloren. Ne? Und dann muss man auf jeden Fall sagen, ja, ich habe jetzt diese Idee, jetzt ich schreibe mir meine Hauptpunkte auf, ne? Und dann gebe ich dieser Idee eine Struktur. Ja, okay. Eine Entscheidung, weil ja, man kann sehr kreativ sein, auch mit der Poesie. Nur die Poesie kann eine Nacht kommen, ah, jetzt habe ich eine Poesie und dann rufe ich an und dann sage ich mal auf einmal, ey, das ist 1 Uhr morgens, was rufst du mich jetzt an? Ne? Also man muss Ordnung haben und auch, ich weiß nicht, wie man das sagt, ist Metas. Ne? Ziele vielleicht, Ziele. So Teilziele, so Teilabschnitte. Meilensteine in der Projektsprache. So. Ja. Ja, okay. Sonst kann man 2 oder 3 Jahre in einer Geschichte arbeiten. Ne? Man muss Ziele haben. Sagen, ja, okay, diesen Sommer schreibe ich eine Geschichte. Okay, man macht das dann und dann hat man diese Ziele. Ja. Aber willst du mit einem Literaturagenten oder direkt mit Verlag oder noch auf andere Art und Weise? Ich habe verschiedene Leute, mit denen ich arbeite. Also ich schreibe immer meine Geschichte.
meine Geschichten. Und dann habe ich eine Person, die diese Geschichten verbessert. Ich weiß nicht, Edition macht. Ja, Korrektorat, so etwas, nochmal darüber liest und Formulierungen vielleicht nochmal oder auch die Zusammenhänge nochmal deutlich herausstellt, sodass es ganz rund ist, ja. Und dann habe ich, wenn das Kindergeschichten sind, habe ich jemanden, der illustriert. Ja, okay. Und manchmal habe ich eine Agentur, die dann sagt, ja, okay, gib mir dein Buch, gib mir deine Illustrationen und wir machen das dann und wir verkaufen das. Aber manchmal mache ich das auch alleine. Ich habe meine Firma aufgemacht. Das ist eine ganz kleine Firma, wo ich auch diese Editionen machen kann, ne? Und die auch verkaufen kann. Ja, ja, okay. Und dann, wie kommst du in den Buchhandel? Also in die großen Ketten oder kleinen Läden? Wie machst du das? Oder machst du es online? Dann die Vermarktung der Bücher? Es kann online sein, aber man muss eine Base de Datos haben, Kontakte haben und dann einfach nur anrufen und sagen, ich habe dieses Buch, ich möchte das hier verkaufen. Das ist viel Arbeit, ne? Aber man muss entscheiden, wo man verkaufen möchte. Und ich habe auch eine Person, die arbeitet für eine Firma, wo er dann Projekte nimmt und dann sagt, ja, okay, dieses Projekt interessiert uns. Ich habe vor 2 Jahren für den Fußball-Mundial, ne? Ja. Eine Geschichten erzählt, ne? Kleine Geschichten geschrieben. Und das hat eine Firma dann für mich gekauft und das war immer im Retail zu kaufen, ja, okay. In der Sportstelle. Ne? Ja. Es gibt verschiedene Wege, aber es ist auch interessant, ser como un sello independiente, no sé cómo lo puedo decir en alemán, un sello independiente, un este... El trabajo independiente, ¿no? Ja, also selbstständige oder ich habe von dir gehört, dass den Begriff Unternehmen, das trifft, find ich ziemlich gut. Also da ist ja viel drin, Entwicklung eines Produktes, des Buches, Vermarktung, eine Struktur schaffen, ein System, sodass es dann automatisch immer wieder auch genutzt werden kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn du das einmal schon einer Firma gibst, dann hast du dein Buch für 2 Jahre nicht mehr für dich, ne? Das ist dann von der Firma. Ja, ja, du verkaufst das ja, den Inhalt mehr oder weniger, also je nachdem, wie man das macht, aber das ist halt ein Weg. Ja. 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 Jetzt sind wir so stark in dem Thema Buchschreiben hineingegangen. Dankeschön dafür, dass du das geteilt hast. Es wird viele interessieren, wie man das macht. In Deutschland ist das ähnlich und man hat mit den Eigenverlagen, also BOD, Book on Demand ist das oder viele andere, eben auch nochmal Möglichkeiten, das Buch zu verlegen, ohne jetzt über einen anderen Verlag zu gehen, um seine Geschichte in die Welt zu bringen. Nee, das ist interessant. Aber zum Beispiel, ich suche jetzt einen Agent in Spanien, weil ich habe eine Novella geschrieben. Ah, okay. Aber dann möchte ich etwas Größeres, weil ich würde gerne, das kann ich nicht alleine machen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Ich brauche dann eine Agentur, weil das ist ein großes Buch. No? Und dann brauche ich ein bisschen mehr Bewegung. No? Das möchte ich aus Lima auch bringen. No? Also dann ist es eine andere Arbeit. Aber es ist auch sehr schön, das möchte ich dann nur noch sagen. Ich weiß nicht, ob sich das richtig versteht, weil ich bin ein bisschen nervös. aber es ist muy interesante trabajar proyectos de manera independiente. Porque te da una estructura donde puedes en cualquier momento, ¿no? En jedem Moment ein Produkt vorstellen, ¿no? Wenn du das dann auf einmal lernst und diese Ordnung hast, dann ist das super leicht. Ja, dann entscheidest du, wann es veröffentlicht wird. Auf jeden Fall. Ist das alles in deiner Hand. Aber das Thema Nervosität möchte ich nochmal aufnehmen. Wie ist es denn, wenn man Aktrice, Schauspielerin, und man steht dann hinter dem Vorhang und man weiß, die Zeit läuft nach unten und irgendwann kommen diese 3, 2, 1 und man ist dann dran. Was passiert da alles im Kopf? Wie gehst du damit um? Ich liebe das. Das ist das Beste, was es gibt.
Ich vermisse das in diesen Zeiten, wo wir jetzt zu Hause sind und wir kein Theater machen können, ist das für mich. Ich vermisse mein Theater, ich vermisse da hinten zu sein. Ich glaube, wenn du Schauspieler bist, wenn du deinen Text richtig kannst und wenn du alles in Ordnung gemacht hast und wenn du sicher bist auf deine Arbeit, no, dann ist nichts Komisches, was passieren kann. Okay. Man ist immer nervös, immer. Aber wenn du dann öffnet sich das, no, und dann bist du da vor das Publikum und dann ist es super, super. Und dann vergisst du auf einmal, wer du bist, wo die Welt ist. Das ist ja. Super. Ich liebe das. Ich liebe das. Und was war so dein schönster Theatermoment? Eine Szene, ein Ort, wo du sagst, ah, den habe ich sofort präsent. Hast du da etwas? Ah, es gibt sehr viele. Ich war für 3 Jahre, war ich in sehr vielen Theaterstücke für Kinder. Ja? Und ich war immer eine Fee. Ja. Und das war immer super süß. Als ich gekommen bin, no, als eine Fee, und dann haben alle Kinder immer gefragt, no, warum kannst du jetzt die Probleme nicht mit deinem Zauberstab lösen? No? Das ist andere Theater, no? Weil wenn du in ein Theaterstück spielst für Erwachsene, no, dann spielst du einfach und dann fängt das an und dann geht es zu Ende und niemand spricht und dann okay, tschüss. Aber wenn du für Kinder spielst, dann möchten sie immer was sagen. Ja? Ja. Das ist super süß. Und ich werde nie vergessen, da war ein Mädchen und sie hat dann gesagt, ja, Fee, und warum kannst du jetzt nicht die ganzen Probleme von der Welt mit deinem Zauberstab lösen? Das möchte ich wissen. Du hast doch so ein schönes Zauberstab, ne? Und dann, und dann musste ich antworten. Und dann haben wir uns unterhalten, ne? Und das Theaterstück ging und ging weiter. Und sie hat immer weitere Fragen gemacht. Und dann habe ich dann gesagt, ja, okay, weißt du was, wir treffen uns jetzt draußen, wenn das hier zu Ende geht. Und dann reden wir weiter. Ja. Und das war super süß. Also das werde ich nie vergessen. Ja, und dann habe ich ihr auch erklärt, die ganzen Probleme können sich nicht mit dem Zauberstab lösen. Man muss auch dafür arbeiten. Ne? Das war sehr interessant. Sehr, sehr schön. Wie ist es mit den Stücken, mit dem Textlernen? Also ich hatte von dir gehört, wenn man seinen Text kann, dann ist man sicher, wenn ich Theater zuschaue, denke ich mir, okay, wie kann man sich so viel Text merken? Und wie lange muss man dafür trainieren? Wie machst du das? Wie ich das mache? Das liest man die ganze Zeit wieder und wieder und wieder. Aber ich lerne den Text, wenn man auch die Übungen macht, wenn man sich mit dem ganzen Schauspieler trifft. Und macht das Stück einmal, noch einmal, noch einmal und während du das machst, dann lernst du das schon. Ne? Ich denke, für mich ist Bewegung sehr wichtig für Lernen. Achso, also beim Lernen bewegen. Wenn du was auswendig lernen musst, okay, wird es für mich, mich zu bewegen. Also zu wissen, ne, wo ich gehe, wo ich mich hinstelle. Ja, und das mache ich auch mit meiner Tochter, wenn ich ihr dann Sachen von der Schule zeigen muss, dann sage ich, wir bewegen uns ein bisschen und wir lernen jetzt das. Ne? Und das finde ich interessant. So, wenn dein Körper in Konnektion ist, dann lernt man. Da muss ich gerade an den Erlkönig denken, das durfte ich begleiten. Ich glaube, das kann man auch ganz gut in die Bewegung bringen, dieses Gedicht vom Erlkönig. Kommt dann noch, sicher bei der Tochter. Also das klingt jetzt ziemlich einfach. Wenn du so den Text hast, gefühlt, wie oft hast du den gesprochen oder gelesen? 10-mal, 50-mal, 100-mal? Ja, es kommt auf den Text drauf, ne? Weil zum Beispiel, wenn du Elektra auswendig lernen musst, dann kannst du einen Monat daran arbeiten, ne? Jeden Tag lesen, 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 lesen und dir das auswendig lernen. Aber wenn du ein einfacheres Text hast, dann ist das, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn du im Fernsehen arbeitest, dann rufen sie dich an und dann kommst du an und die sagen dir, ja, heute musst du das machen, ne? Ah ja, okay. Und dann stellst du dich da irgendwo hin und dann liest du das eins, zweimal, zweimal, dreimal, dreimal und dann sagst du das. Und dann, ja, komm, jetzt machen wir das. Das ist, ich weiß nicht, das ist ein Training, den wir schon haben. Ja. Schnell auskommen. Machst du auch TV und Film?
Ich habe TV gemacht, aber bueno, jetzt gerade nicht. Aber letztes Jahr habe ich was gemacht für, ¿cómo se dice? Novelas. Ja, oh, ich glaube, das heißt auch in Deutschland Novella sozusagen. Ja, also die Geschichten des Lebens aufgearbeitet, ja. War dann eine Zeit lang war ich eine Doktorin, ja, und Okay. eine wie sagt man, Periodista war Ja, okay. ich auch, so ein paar Novellas. Und dann war das immer so, dieses Rhythmus, ne? Du kommst an und dann schminken sie dich und dann sagen sie dir, ja, das ist, was du heute machen musst, ja, okay, danke. Und dann stellst du dich in einer Ecke hin und dann lernst du das und dann musst du das einfach machen. Na, das ist so, nochmal hineinzuleuchten, ja, ist weil von dem Stichwort, man stellt sich in die Ecke, lernt das. Sind die Schauspieler ein Team? Ist da jeder für sich? Gibt es dort Menschen da so, wie es überall menschelt? Wie kann man sich das da vorstellen? Bueno, es kommt drauf an. Im Theater sind wir immer ein Team, auf jeden Fall. Das ist auch super schön, weil wenn du in ein Theaterstück arbeitest, dann bist du für mehr als 2 Monate mit denselben Leuten immer zusammen, ne? Weil zum Okay. Beispiel, man übt für 2 Monate und dann sieht man sich dreimal die Woche, ne? Ja. Jeden 4 Stunden, wo man dann arbeitet. Und dann kommt die Zeit, wo man sich vorstellt, ne? Und fast die ganzen Temporadas von Theater Ja. sind Wochen oder manchmal 12 Wochen, ne? Von Donnerstag bis Sonntag. Okay. Und dann ist das eine Familie und man hilft sich und man unterhaltet sich und wow, das sind dann deine besten Freunde, ja? Und im Fernsehen, das ist anders, weil ja, man hat auch viele Freunde und das ist auch schön, aber das ist alles schneller, ne? Dann Okay. übt man nicht so viel und man kommt einfach da an und man muss dann arbeiten und sich anziehen und das machen, was man da machen muss. Und dann ist es zu Ende und dann gehst du nach Hause. Ja. Okay, das klingt jetzt nicht so sehr wie nach Familie, ja. Ein bisschen anders. Gibt es noch eine, gibt es, welchen Traum hast du? Gibt es eine Bühne, auf der du unbedingt einmal stehen möchtest? Wow, ja, also bueno, hier in Lima würde ich gerne irgendwann mal den Teatro Britannico, ich würde gerne mal in den Teatro Britannico spielen, weil das ein wunderschönes Theater ist. Ich finde das super schön. Und ich weiß nicht, wenn ich nur von Lima rede, ne, das El Britannico, ne? Ja. Und einmal in Hamburg in diesem Thalia-Theater. Okay. Und das fand ich echt super, super. Und dann sage ich, wow, ne? Das ist irgendwie irgendwann, Ja, fühlt sich an wie eine Vision. Es ist gut, Visionen zu haben, denn da kommt die Ader wieder um die Ecke. Die werden dann irgendwann mal auch Wirklichkeit. Erst entsteht es im Kopf und dann wird das Wirklichkeit. ich bin jetzt in einer Zeit, wo ich meine Verbindung mit meiner deutschen Seite ist wieder sehr lebendig, weil ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber jetzt vor ein paar Jahren war ich total mehr so, wann gehst du nach Deutschland? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ne? Aber jetzt fühle ich irgendwie, ja, jetzt muss ich mal zurück, ich muss dann auch dort Sachen machen, ich habe sehr viel Curiosidad, ich weiß nicht, ne? Neugierde, könnte Ja. sagen. Interesse, Neugier, mehr Neugierde, ja. Mich mehr mit meiner deutschen Seite zu verbinden, ne? Und auch nach Deutschland gehen und auch ein bisschen mehr über deutsches Theater zu lesen und auch wahrscheinlich auch einen Kurs dort machen. Das wollte ich sagen. Ja, sehr, sehr schön. Wer jetzt Kontakt zu Tabata möchte, wer Kontakt zu dir möchte, weil er selbst gestresst ist, weil die Teenager nochmal Impulse brauchen, weil er oder sie ein Buch schreiben möchte, schon immer schreiben wollte oder Theater studieren wollte, wie bist du am besten erreichbar? Wie sind deine Kontaktdaten, Tabata? Ja, ich habe meine E-Mail. Ich habe auch mein Instagram. Bueno, meine E-Mail ist info.tabatafc@gmail.com. Ich habe auch mein Instagram. Das ist mein Name, Tabata Fernandez Concha. Und bueno, das sind meine Kontakte. Und außerdem wollte ich auch sagen, ich gebe auch sehr viele Workshops für Kinder online.
Okay. Über Natur reden und jetzt gerade auch über Reciclaje reden. Ja, ich mische Kunst mit, como Reciclaje auf Deutsch, wie war das noch? Das ist Wiederverwertung. Wiederverwertung, ja. Ja, mhm. Ja, weil ich bin sehr viel mit dem Meer verbunden. Ja, okay. Und ich will Kinder zeigen, dass das Meer wichtig ist und dass man recyceln muss und dass man mit dem Müll Kunst machen kann. Mit dem Müll, cool, schön. Vielen Dank. Deine Kontaktdaten kommen in die Shownotes. Und für alle, die das Video sehen, können natürlich danach schauen. Schön, dass du das geteilt hast. Vielen lieben Dank, Tabata. Ich weiß, dein Terminkalender ist ganz eng gestrickt. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir diese Zeit hatten. Viele Grüße nach Lima und alles Gute. Tschüss. Tschüss.